Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Rennrad-Erklärung. Heute geht es um die Reifen. Los geht es. So, wir haben hier also das Rennrad und hier sind die Reifen. Und zwar, wir haben hier 23 mm breite Reifen von Kenda verbaut. Diese Reifen haben mehrere Besonderheiten, die für Rennradreifen eigentlich sehr typisch sind, die dafür gebaut worden sind, um auf der Straße zu fahren. Also fangen wir erstmal mit der Breite an. Wir haben hier also 23 mm breite Reifen. Die zweite Besonderheit ist, wie wir es hier sehen können, in der Mitte ist kein Profil, während an der Seite hier Profil ist. Und die nächste Besonderheit, und das ist das absolute Highlight, das sind Schlauchreifen. Das heißt, hier drin befindet sich ein Schlauch und dieser Schlauch wird mit einem Luftdruck von 7 bis 8 bar befüllt. Und warum das Ganze so ist, erkläre ich euch jetzt. So, also Rennräder sind dafür gebaut worden und werden dafür gebaut, um schnell zu fahren. Und das ist nur möglich, wenn ein ganz, ganz geringer Rollwiderstand vorherrscht. Und das kann nur passieren, wenn ganz dünne Reifen am Rad montiert sind, die mit einem enorm hohen Luftdruck befüllt werden. Denn sonst ist es nicht möglich, dass ein ganz geringer Rollwiderstand gegeben ist, denn wie schnell fährt überhaupt so ein Rennrad? Ich kann es euch sagen, 60 bis über 100 km/h kann man mit so einem Rennrad fahren. In meinem Fall schaffe ich vielleicht 50 km/h. Schneller kann ich damit nicht fahren, weil ich erstens zu viel wiege und zweitens noch nicht die nötige Beinkraft habe, um schneller zu fahren. Sei es drum. Auf jeden Fall, ein Rennrad ist dafür gebaut worden und wird dafür gebaut, um schnell zu fahren. Und diese dünnen Reifen bringen noch zusätzlich ein paar Probleme mit sich und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar ist das Problem bei diesen Reifen hier, dass man nicht über Schotter, wie diesen hier zum Beispiel, fahren kann, denn dann kann es passieren, dass die Reifen platzen und das ist absolut nicht gut. Na gut, dafür gibt es ja Reifen, die einen hohen Sicherheitsstandard haben, aber trotzdem können diese Reifen auch kaputt gehen. Das kann man verhindern, indem man erstens entweder das Fahrrad schultert, also auf die Schulter legt und dazu mache ich auch noch mal ein Video, oder sich zweitens Vollgummireifen holt und dann hat man überhaupt keine Probleme mehr mit dem Aufpumpen, mit dem Kaputtgehen und so weiter. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auf meinem Fahrrad Vollgummireifen montieren kann. Das wäre nämlich echt von Vorteil und sehr schön. Und ja, jetzt wieder zurück, also zu den Reifen.